Hallo und herzlich willkommen, liebe zukünftige Grundschullehramtsstudierende. Wir sind Senny und Jonas und wir wollen euch heute einmal unsere Uni zeigen. Kommt einfach mal mit. Übrigens, da drüben in dem Gebäude findet ihr die Mensa und den großen Hörsaal, die Aula. So, jetzt stehen wir hier im Foyer. Hier könnt ihr zwischen den Vorlesungen, den Seminaren, euch kurz hier aufhalten, einen Kaffee trinken gehen. Hier oben geht es zum Praktikumsamt und zum Prüfungsamt und ganz hinten am Gang ist dann die BIP. Und unser Weg geht jetzt hier lang zum Institut der Grundschulforschung. So, jetzt stehen wir hier an der FSI. Schauen wir doch mal, ob jemand da ist. Ja. So. Hi. Hallo. Vielleicht kannst du kurz sagen, wer ihr seid, was ihr hier macht. Ja, also das ist das Büro der FSI Lehramt, Campus Nürnberg. FSI, das steht für Fachschaftsinitiative. Das heißt, wir vertreten die Interessen der Studierenden gegenüber der Universität. Wir sitzen in zahlreichen Kommissionen und Gremien drin, um die Interessen zu vertreten. Aber wir helfen den Studierenden auch bei ganz individuellen Problemen. Und das heißt, wenn ihr irgendwann einmal Probleme habt mit Professoren oder Professorinnen oder wenn ihr auch einfach ganz organisatorische Fragen habt, dann könnt ihr gerne jederzeit vorbeikommen oder uns per Mail schreiben oder auf Facebook. Stundenplanberatung auch. Genau, bei der Stundenplanberatung. Da findet ihr auch ganz viele Infos auf unserer Homepage. Ja. Dankeschön. Gerne. So, dann schauen wir doch mal weiter. So, jetzt gehen wir zu den Hörsälen. Hallo, ich bin Sonja Dollinger, Juniorprofessorin am IFG und wir werden uns im Wintersemester in der Einführungsvorlesung Grundschulpädagogik und Didaktik sehen, die in diesen beiden Hörsälen hinter mir stattfinden wird. Und genauere Informationen zum rotierenden Präsenzsystem sind dann ab Anfang Oktober auf unserer Homepage zu finden. So, wir haben es fast geschafft. Wir gehen jetzt noch einmal diese Treppe nach oben und dann sind wir schon fast beim Institut angekommen. Übrigens, wenn ihr auf diesem Stockwerk angekommen seid und diesen Gang darunter geht, da kommt ihr dann zu unserem PC-Raum. Endlich geschafft. Wir sind am Institut für Grundschulforschung angekommen. Herzlich willkommen noch einmal. Als allererstes wollen wir euch einmal das komplette Team zeigen. Das seht ihr hier. Aber nicht nur die Dozenten werden euch im Semester unterstützen und das ganze Studium lang, sondern wir haben auch ein Mentorenprogramm und ich denke, Senny, du kannst da am besten was drüber erzählen. Ja, genau. Also das Mentorenprogramm ist ein Unterstützungsangebot von uns Studierenden an euch. Hier werden wir in kleinen Gruppen die Inhalte der Vorlesung und aber auch des Pro-Seminars besprechen. Und aber nicht nur die Inhalte, sondern euer Mentor steht euch bei Fragen rund ums Studium zur Verfügung und unterstützt damit euren Start ins neue Semester. Wir wollen euch noch einen kleinen Ausblick auf euer zweites Semester, das Sommersemester, geben. Dort werdet ihr eine Einführungsvorlesung im Schriftspracherwerb bei der Frau Prof. Dr. Matschinke haben. Und den Sachunterricht, den macht die Frau Prof. Bärbel-Kopp. Und da schauen wir einfach mal kurz, denn sie ist gerade da. Sie kann euch sicherlich mal etwas zum Sachunterricht erzählen. Kommt mal mit. Hallo. Hallo. Erzählen Sie uns doch mal, was die Studierenden im Sommersemester im Sachunterricht so erwartet. Okay. Hallo. Erstmal freue ich mich, dass ihr alle zu uns kommt. Und im Sommersemester nächstes Mal bekommen Sie bei mir die Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts, wo wir uns darüber unterhalten werden, was denn Kinder im Sachunterricht der Grundschule lernen sollen, wie sie es lernen sollen und welche Kriterien zur Auswahl der Inhalte leitend sein werden. Ich freue mich auf euch. So, jetzt zeigen wir euch nochmal fix das Sekretariat. Und nebenan gleich findet ihr das Hiwi-Zimmer, da sind wir beide. Und bei Fragen könnt ihr gerne persönlich vorbeikommen oder eine E-Mail an uns schreiben. Auf diesem Gang findet ihr die verschiedenen Seminarräume,
und die Büros unserer Dozenten. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne hier vorbeikommen und jeden einzelnen Dozenten auch finden. Unsere letzte Station ist jetzt die Lernwerkstatt. Die wird geführt von Frau Dr. Kirschhock. Hier könnt ihr unterrichtsspezifische Unterrichtsmaterialien anschauen und ausprobieren. Hier findet ihr sie. Die Öffnungszeiten findet ihr auf Univis und auf unserer Homepage. So, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in unsere Universität bekommen. Wir wünschen euch allen einen guten Start ins Studium und bis bald.